Voila! Das war aber auch Zeit! Und jetzt zieh dieses weiße Hemd an, damit ich dich mit Wasser überschütten kann. Was? Oh Gott. Wie bitte? Was soll das denn? Wir haben heute eine nasses Hemd-Aktion, damit die Kamelführer was zum Ansehen haben. Ha 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 ha! Perversling. Das ist nicht euer Ernst! So etwas mache ich nicht! Wie du willst. Genügend arme Mädchen reißen sich an dieser Arbeit. Oh, wie demütigend. Pack deine Handtasche ein und verschwinde. Du bist gefeuert. Was für ein Idiot. Wie soll ich so bloß für unseren Unterhalt sorgen? Hier bin ich wenigstens fertig. Ich nehme meine Tasche mit und suche etwas Neues. Ja. Wo ist die Handtasche da? Gefunden. Oh nein, jetzt habe ich die Kurbel abgebrochen. Oh, Mädchen. Nanu, was ist denn dahinter? Ein Kristall. Was wohl passiert, wenn ich hindurch sehe? Hey, hier scheint ja noch etwas Seltsames versteckt zu sein. Die Bruchstücke scheinen eine Karte zu ergeben. Ich soll die Stücke einsammeln und zusammensetzen. Nee, oder? Na toll. Ja, okay. Das ist mal eine andere Sichtweise des Suchens. Man sucht einfach jeden Zentimeter ab und vielleicht, wenn man Glück hat, findet man eine komplette Karte. Wenn nicht, man hat nur noch 6 Bruchstücke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss ja nur 6 Bruchstücke finden. Irgendwo hier. Jetzt ist noch 4. Dum, 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 dum. Das Spiel macht wirklich Spaß, auch wenn ich es irgendwie als jetzt schon schwierig erachte. Oh Mann. Ich fange jetzt schon an, fast an zu weinen. Weil es mich so quält und es so schwer ist und, ja, ihr wisst schon. Ich Kartenstücke brauche. Ah, noch 2. Da, noch 1, das letzte. Das finde ich auch noch. Nee, wieso nicht? Da! Ja! Gemeistert! Wie schön! Und der wunderschöne Ladebildschirm, der gleichzeitig irgendwie auch das Menü ist. Komischerweise, keine Ahnung warum. Egal, egal. Wir laden, laden, laden. Die Puzzlestücke finde ich unten im Inventar. Mit der linken Maustaste kann ich eins auswählen und... Mit der rechten Maustaste kann ich die Puzzlestücke drehen. Super, jetzt machen wir noch ein Puzzle. Das ist doch mal toll. Ja, und wir puzzeln und puzzeln. Es ist falsch gedreht. Ah, oh. Oh, ich bin doof. Und wo kommt das denn hin? Dum, 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 dum. Dahin. Ich bin froh, dass ich den Hintergrund habe. Und diese durchaus angenehme Musik. Also das, die Musik macht ja schon wieder Laune. Ach, ich mag dieses Spiel, auch wenn es irgendwie echt schwierig ist, aber ich mag es. So. Und das kommt hierhin. Genau. Und das kommt hier rechts in die Ecke. Und du kommst hier irgendwo hin, denke ich mal. Oder? Nein, hier unten. Oh. Irgendwie? Hm? Ach, da oben. Oh. Hehe. Du kommst hier auch in die Ecke, genau. Was bist du für einer? Dich setze ich hier oben rein. Und dich drehen wir wieder richtig rum und ab in die Richtung, ja. Dum, 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 dum. Ja. Passt doch. Du, 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 du. Für sowas Leichtes kriegt man 8 Minuten.
ja, die Entwickler. Damit man sich bloß nicht zu lange entspannt. Also ihr seht, wir sind bald fertig mit dem Puzzle. Es kann sich nicht mehr lange halten. Dong. Und wir haben es geschafft. Unsere Karte. Ja. Jetzt geht's dahin. Okay, wir wechseln das Gebiet und ja. Hierher führt also die Karte. Ab jetzt kann ich immer die Karte benutzen. Na Gott sei Dank. Keine dummen Taxis mehr. Wenn ich zurück auf die Karte gehe, kann ich Tipps in den schon besuchten Orten finden. Vielleicht gibt es hier noch mehr Hinweise auf das Ziel. Moment! Da läuft ein dicker Händler herum. Er darf nicht von meinem Geheimnis erfahren. Hallo, junge Frau. Schön, ein vertrauenswürdiges Gesicht zu sehen. Hallo, was ist denn hier passiert? Ich hatte einen Unfall mit meinem Wagen und jetzt sind meine Waren in der Wüste verstreut. Kannst du mir helfen, die wertvollsten Dinge einzusammeln? Dann kann ich ruhigen Gewissens das Abschleppkamel holen. Also gut, ich würde dir helfen. Ja, natürlich. Mädels sind ja immer so... Eigentlich haben doch Kerle den Beschützerinstinkt, verstehe ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir rote Skorpione finden und die nicht wenig gerade. Ich frage mich, was an roten Skorpionen wertvoll ist, aber egal, wir suchen sie einfach. Eins, zwei... Rote Skorpion? Das ist doch auch einer. Würde schon sagen. So, zwei noch. Das ist anscheinend ein Tierhändler oder so. Keine Ahnung. Rote Skorpione, schwarze Katzen. Ja. Eine Statue. Das ist bestimmt die da. Genau. Dum, 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 dum. Und noch einer. Und was haben wir denn hier noch? Was ist das da? Genau, Parfümflasche. Und das ist eins der Seile. Eine schwarze Katze. Das ist aber eine graue Katze und keine schwarze. Aber egal. Ah, okay, dann nicht. Gießkanne. Eine Gießkanne. Ach nein, das ist eher das Ding da. Schmalzkringel? Es war klar, der dicke Händler braucht einen Schmalzkringel. Aber ich denke, dass... Ja, da ist er doch. Ich wollte schon sagen, der kann nicht allzu schwer zu finden sein. Viel schwerer finde ich, den doofen Skorpion zu finden, den letzten. Egal. Parfümflasche, Kette, Statue, Öllampe. Öllampen. Na, die habe ich doch schon ganz viele angeklickt. Warum hat er sie denn nicht genommen? Oh Mann, oh Mann. Gar nicht so leicht hier. Obwohl ich es ganz gut finde, weil es irgendwie sich ziemlich oft wiederholt, so die Spiele. Also bisher hatten wir eigentlich immer Puzzle oder sowas eben. Und das in 5 Minuten. Oh Gott. Wie schnell soll man denn das machen? Eine Öllampe. Öllampe, hallo, wo bist du? Statue. Zahnrad. Öllampe. Nagelbrett und Kleber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was habt ihr denn hier alles für Oha. Was die hier alles für Bedürfnisse haben. Unglaublich. Aber trotzdem alles in allem finde ich das Spiel echt schön. Es ist mal was anderes. So, mal so, nicht so
Weiß ich nicht. So stumpfes Rumgerenne. Also, obwohl ich das irgendwie auch ein bisschen vermisse, das stumpfe Rumgerenne. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Ich finde das Spiel toll und ich muss zwei Ketten finden. Da. Und Kleber vor allem. Einen roten Skorpion und einen... Ja, roter Skorpion, wo bist du? Chup, chup. Keine Ahnung, wo ist der Kleber? Das weiß ich auch nicht. Manu. Das suchen wir in der nächsten Part.